heute geht's nach Locarno. Also, let's go. Hier sind so viele Deutsche hier unterwegs, das war mir gar nicht bewusst. Also, es ist ein mega Reiseort hier für Deutsche. Boah. Echt, ich habe so einen Respekt für all die Radfahrer hier. Es macht so Bock, hier zu fahren. Oh Mann, am Steuer. Ja, wenn ich eine Strecke nehme, wo ich so für eine Stunde ungefähr, wo ich eine Stunde verbrauche, dann werde ich wahrscheinlich 2 oder 3 Stunden verbrauchen, weil ich einfach überall stopp. Boah, zum Beispiel gerade eben, ey. Jetzt habe ich schon einen Weg gefunden, wo ich wandern will. Wir sind jetzt in Locarno angekommen und wir werden gleich eine Bootstour nehmen, die uns auf die Insel Brissago hinführt. Also wir sind jetzt auf der Insel angekommen. Eintritt kostet 8 Franken und man kann nicht mit Karte zahlen. Also wenn man eine Kreditkarte nur hat, sollte man davor am Festland Cash holen, weil hier gibt es auch keine Cashmaschine. Nur ein kleiner Tipp. Sowas von schön, so eine mega Energie hier und die Aussicht ist einfach wow. Und es gibt ein richtiges tropikalisches Gefühl hier auf der Insel, das ist nur zu empfehlen. Und das Schöne ist, man kann sich um die ganze Insel einfach hinsetzen und das schöne Wetter genießen, die Sonne. Alle Pflanzen hier wurden eben von den verschiedenen Kontinenten auf der Welt hergebracht und auf der Insel ist alles markiert, wie die Pflanzen
Pflanzen von Australien dort, die Pflanzen von Afrika dort, die Pflanzen von Europa dort und so weiter. Und so kann man quasi die ganze Welt pflanzlich hier besichtigen. Alles in Locarno!